Meine Lieben, auf Wunsch von euch geht es wieder um Sechsecke. Sehr beliebt und immer anwendbar. Man kann viele kleine Stücke nehmen, wie ihr hier seht. Ich habe einen alten Nähkasten auseinandergenommen und das oben abgemacht. Das will ich neu beziehen. Hier habe ich schon mal mit ganz kleinen Hexagons angefangen, Sechsecken. Ich kann sie mal messen. Ich messe jetzt von der geraden Seite zur geraden Seite. Der Durchmesser an der größten Stelle ist 3 cm. Das ist für Anfänger sehr klein und schwierig zu nähen. Deswegen wäre es schon besser, wir würden ein bisschen größer werden. Zum Beispiel so groß. Wenn man da vom Durchmesser ausgeht, die dickste Stelle zur dicksten Stelle auf der anderen Seite. In Zentimetern ist es 7,5 cm. Das ist schon besser zu nähen. Ich habe das dann hier ein bisschen abgeschliffen, shabby chic genannt, schäbiger chic. Und da drin ist meine Klebepistole und da drin sind meine Garnröllchen und da drin sind meine dicken Garnrollen und da drin sind meine kleinen Lineale, Sechsecke und da drin sind meine Kronjuwelen. Hier hat man Sechsecke in allen Größen, braucht man aber nicht. Kann man alles selber machen. Manchmal gibt es auch halbe Sechsecke und solche Sachen. Die sind bei einer Zeitung einfach kostenlos dabei gewesen. Bei einer Quillzeitung. Gut sind immer Sechsecke, die rutschfest sind. Gibt es aber seltener. Ich finde, das ist eine gute Größe. Nicht zu groß und nicht zu klein habe ich mir selber ausgewalzt. Und zwar mit dieser Platte. Das nennt sich Baby Go, die Maschine. Deswegen braucht man das aber nicht kaufen. Es geht ganz einfach mit einem Dreieckslineal, 60 Grad Winkellineal genannt. Das wäre so eins, was viel zu groß ist. Man soll ja jetzt nicht mehr zeigen, wie die Lineale heißen. Das wäre auch so mit so einem. Das ist besser, weil das oben eine spitze Ecke hat. 60 Grad Ecke. Das wäre für unseren Fall am besten. Viele sagen immer, warum hast du deine 170 Videos gelöscht? Ich habe sie noch auf dem Computer. Wenn ihr sammeln wollt, dass ich verurteilt werde wegen irgendwelchem, was kein Mensch weiß, wenn Fotos drauf sind, die nicht drauf sein sollen, oder Lineale, die nicht drauf sein sollen, dann kostet das 5000 Euro. Ihr könnt ja sammeln bei 170 Videos, dass ich schon dann mal 100.000 Euro habe, damit ich dann die Strafen alle bezahlen kann, wenn ihr wollt, dass die Videos wieder hochgeladen werden. Wie kann man noch einfach ein Sechseck machen? Die einfache Methode, die Käthe und ich schon öfter gezeigt haben, ist die, dass man einen Kreis macht. Es gibt hier einfache Zirkel. Da ist ein Bleistift drin, was ich sehr toll finde. Da braucht man keine Minen kaufen. Bleistifte gibt es meistens. Da fängt man dann ganz einfach so an. Man sagt, das ist jetzt ein bisschen größer als das hier, der Kreis. Das wird mir passen, das will ich machen. Dann macht man es einfach so, um einen geraden Wert zu bekommen. Misst man von der Mitte aus, man kann sich einen kleinen Punkt machen. Ich habe jetzt hier 4,5. Dann sage ich, ich lege hier die Mitte an. 4,5 cm, hier ist meine Mitte, dann ziehe ich mir einen Strich von 4,5 cm, von da bis da. Steche ich jetzt meinen Zirkel in die Mitte, kann auch jeder Schulzirkel sein. Steche jetzt wieder hier rein, 4,5 cm Strich an die andere Seite des Strichs. Und dreh, und dreh, und dreh, und dreh, und dreh. Jetzt habe ich einen Kreis. Jetzt steche ich hier ein, wo ich angefangen habe, der Strich. Und mit demselben Zirkel mache ich jetzt einen kleinen Strich. Stech wieder in den, wo er den Kreis berührt. Also der Strich. Strich. Mach hier einen Strich. Stech jetzt in den vorherigen Strich. Strich. Immer auf dem Kreis bleiben. So. So wurde das früher auch gemacht. Die Berechnungen für die Karten auf den Schiffen. Die Freimaurer haben ja heute noch einen Zirkel in ihren ganzen Sachen. Jetzt sehe ich diese Striche, das sind genau 6 mit dem. Da ziehe ich jetzt mir einen Strich von dem Punkt zu dem Punkt. So, ich mache das schön. Ich habe es jetzt nicht so schön, weil ich jetzt hier auch noch stehe und nicht so nah gucken kann.
Ich verbinde also die Punkte, wo ich das gekreuzt habe. Das müsst ihr schön in Ruhe machen. Dann ergibt sich ein Sechseck. Das können wir jetzt ausschneiden. Wir können es aber auch so machen. Wir kleben es auf eine Pappe. Ich nehme mal irgendwas, kleben das drauf mit einem Papierklebestift. Und dann schneiden wir das hier aus. Also das Innere. Weil wenn wir den inneren Rand haben, können wir ein besseres Sechseck ziehen. Das wäre das, wenn man das so dann ausschneidet. Wenn wir das dann irgendwo drauflegen, auf einen Stoff, dann können wir besser einzeichnen, innen und schön festhalten. Dann haben wir ein Sechseck, was wir mit einer Schere ausschneiden können. Das ist gut nachzuziehen. Das können wir dann auf dem Stoff machen. Wenn wir nämlich das nehmen, dann könnte man schon, bis man eine Seite gezogen hat, dann verrutscht man wieder. Also besser ist es, das Innere anzuzeichnen. Hier habe ich eine Drehplatte, was man nicht braucht, was aber vielleicht schön ist. Genauso gut gibt es kleine normale Schneidebrettchen, wie man das große hat. Das reicht auch gut aus, rutscht auch gut. Da kann man dann sich so ein Sechseck kaufen. Und seinen Stoff dahin legen. Wenn man jetzt seinen Stoff auf Schneidebrettchen legt und das Sechseck oben drauf, dann nimmt man das und schneidet. Dreht es, schneidet, dreht es, schneidet, dreht es, schneidet, dreht es, schneidet. Man hat jetzt also sechsmal geschnitten. Und sechsmal hat man die Möglichkeit gehabt, alles schief anzulegen. Also wenn es nicht richtig rutscht, wenn man das nicht schön drauf legt, dann schneidet man, dann macht man ein bisschen hin und her und passt nicht auf. Dann macht man wieder ein bisschen hin und her und hat nachher was ganz Schiefes. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht kaufen soll. Es ist aber nicht so einfach, immer schön zu schneiden, wenn es auch nicht rutschfest ist. Man kann was drunter kleben, dann rutscht es nicht immer so hin und her. Deswegen, wenn wir so eine Größe haben wollen, wir machen es einfach so, wir sagen, ich möchte ein Sechseck haben, ich male mir mal gerade grob eins, das ungefähr so groß ist. Und komme dann wieder auf das. Jetzt messe ich hier, ist die gerade Seite und hier eine gerade gegenüberliegend. Jetzt messe ich einfach, wie hoch ist das denn hier jetzt geworden? Das ist genau 3 Inch, aber wir nehmen auch Zentimeter. Die Höhe ist genau 7,5 cm von der geraden Linie hier unten bis zu der. Ist alles nicht kompliziert, ich kann euch was aufschreiben. Dann nehmen wir einen Stoff, der entweder 3 Inch ist oder 7,5 cm. Wir schneiden jetzt Streifen in der Höhe, wie unser Sechseck sein soll. Das ist gar nicht kompliziert. So einen Streifen haben wir. Wir könnten jetzt so ein Sechseck machen. Das ausschneiden. Aber wir wollen es uns noch einfacher machen. Wir können einfach in Zentimetern jede Breite nehmen. So groß ist dann unser Sechseck hier, wie der Streifen breit ist. Unseren Streifen, wie hoch unser Hexagon sein soll, bügeln wir schön in der Mitte ganz genau mit dem Bügeleisen, kniffen das so schön. Dann nehmen wir ein 60 Grad Winkeldreieck. Wenn wir keins haben, ist es ein bisschen schwieriger für dieses System. Aber das kann man immer gebrauchen. Hier ist eine Spitze drauf. Das ist jetzt für hier auch wichtig für das System. Die legen wir oben hin. Das doppelte Geknifte zeigt zu uns hin. Jetzt legen wir die Spitze an die Kante hier oben. Wenn wir haben, nehmen wir ein statisches Band und machen das hier drunter. Also an diese Linie auf das Lineal. Wenn wir nicht haben, nehmen wir ein Ofenband, das heißt Ofenband, das gibt es überall im Baumarkt. Wenn wir das also nicht haben, zeige es euch jetzt trotzdem erstmal mit dem statischen. Hier, das geht hier unten lang, habe ich hier dran geklebt. Jetzt mache ich das hoch, hier oben drüber. Und dann habe ich jetzt meine Markierung für mein Sechseck. Ich klebe das jetzt hier unten drunter, wo es ist.
und schneide das dann immer so schön ab. Ich zeige es euch mit dem Ofenband nochmal. Also, das ist hier zusammengefaltet, doppelt klappe ich hoch, das Doppelte zeigt zu mir, die Spitze zeigt auf das zusammengefaltete hier oben. Ich sehe jetzt hier, aha, hier ist der Strich, da mache ich jetzt mein Band dran. Jetzt schiebe ich das hoch, dass ich oben dran bin, hier mit dem Band, mache das ab. Mach dasselbe Band hier unten dran. Das ist jetzt mein Maß. Jetzt fange ich an zu schneiden. Ich lege es mal schön gerade hier hin, damit auch alles gerade bleibt. Das Band nicht verziehen. Ich meine beim Bügeln. Ich lege es jetzt an. Jetzt mache ich einen Cut. Ich nehme jetzt mal die rechte Seite. Den nächsten Cut. So, jetzt kommt das nächste. Der Abfall sind immer die drei Ecke. Das ist aber bei jedem System bei sechs Ecken. Schließlich sind Sechsecke sechseckig und nicht rund. Ich muss immer von unten hier schneiden, immer das Gleiche. Ich habe dann zwei Dreieckchen über. Wenn man große Sechsecke macht, hat man große übrig, da kann man noch was anderes machen. Das geht so einfach. Wenn ihr nur zwei Schnitte macht, wie jetzt, statt sechs, könnt ihr auch nicht so viel verschieben. Wenn ihr euch anstrengt, das ist gut. So, jetzt habe ich schon drei Stück fertig. Jetzt denkt ihr, sind nur halb, aber dann falte ich sie auseinander. Und voilà wieder. Haben wir jetzt Sechsecke, die schön sind. Wenn ihr das nicht glaubt, könnt ihr das hier sehen. Ich lege mal ein Sechseck drauf, was ich ausgemangelt habe mit der Maschine. Ihr seht, wie schön das passt. Wie schön sechseckig auch das ist, was ich hier drunter habe. Mit zwei Schnitten, statt mit sechs Schnitten. Also es ist gar nicht nötig. Wenn ihr ein Dreieck habt, könnt ihr das immer so machen. Ihr könnt jetzt jeden beliebigen Stoffstreifen nehmen mit diesem System. Ich möchte jetzt eine große Decke machen und ein großes Sechseck haben, was dann auch noch leichter zu nähen geht. Sag ich mir, was haben wir denn hier? 14 cm soll es hoch sein. Also diese Höhe soll 14 cm sein. Und so ist dann auch mein Streifen. Ich messe meinen Streifen mit meinem großen Lineal natürlich. Schneide das dann ab mit meinem Zentimeter Lineal. 14 cm. So, jetzt habe ich einen Stoffstreifen. Wäre das, sagen wir mal so, der ist 14 cm hoch. Es kann auch jede Zentimeter Höhe sein, die ihr möchtet. Den bügele ich jetzt wieder. Dann ist er gefaltet 7 cm. Hier ist das Doppelte, zeigt zu mir. Hier ist die offene Kante. Das Ganze, der Stoffstreifen, ist 14 cm hoch, bügel ich dann so, nehme wieder das hier, lege das oben an, die Spitze zeigt hier hin und mache jetzt hier unten mein Ofenband dran, so. Jetzt, das ist nämlich immer die Hälfte des Hexagons. Jetzt schiebe ich es hoch, dann ist das auch wieder das Gleiche. Ihr seht das Stück. Ist so groß wie das Stück. Das könnt ihr euch merken. Es ist immer das Doppelte, falls ihr unsicher seid. Das ist jetzt 7 cm und das hier oben war auch 7 cm. Das klebe ich mir jetzt unten hin. Das kann ich jetzt so lange dran lassen, bis ich alles geschnitten habe. Ich brauche nichts mehr machen. Es ist immer gut, wenn ihr ein gutes Maß nehmt, ein volles Maß, also nicht 5,3 mm. Sondern 14 cm oder 10 oder was weiß ich, 8. Dann habt ihr immer hier diesen Streifen, das was die Hälfte ist. Dann könnt ihr euch das hinlegen. Ihr könnt ja mit einem Papier anfangen und aufschreiben. Hier, ich habe 14 cm von oben bis da. Das ist jetzt nichts Wichtiges, aber wenn ihr mal weitermachen wollt und das vergessen habt. Und das bis hierhin ist dann 7 cm. Das ist ganz einfach. Da könnt ihr jedes Maß nehmen. Also wir sagen, das ist Stoff, schieben das hier bis hierhin an unseren Strich. Jetzt schneiden wir schön unseren Stoff. Und was haben wir? Ein wunderschönes Sechseck, ohne Komplikationen. Ich habe hier ein Stück, das ist 7 cm hoch. Wenn ich ganz fanatisch bin und will auch ganz kleine Sechsecke machen, dann bügel ich, das ist der Stoff, bügel ich das auch in der Mitte. Und ihr könnt das auf dem Stoff immer schneiden, egal ob
die schöne Seite oben ist oder die untere, das spielt keine Rolle. Das ist also jetzt 7 cm hoch, bügel ich, wenn es Stoff ist, und mache das wieder so. Die Spitze zeigt nach oben, dann nehme ich mein Ofenband, klebe das hier hin, an der Kante lang, hier oben ist es da lang, schiebe das hier oben hin. Das ist das hier 3,5 cm und da, das braucht ihr aber nicht wissen. Da kann ich jetzt alles wieder so schön schneiden. Wenn ihr es genau wissen wollt, müssen alle Seiten gleich sein. Das könnt ihr dann nachmessen, wenn ihr mögt. Dann seht ihr, jede Seite ist 4 cm. Wenn das so ist, ist es auf jeden Fall ein Sechseck. So einfach geht das und das ist am besten, weil ihr das dann am geradesten hinkriegt, wenn ihr es selber schneidet. Habt ihr aber nur ganz kleine Reste, könnt ihr es natürlich auch so machen. Ihr sagt, das möchte ich haben, habe aber ganz kleine Reste. Dann male ich mir einfach hier von Mitte zu Mitte ein. Wenn ihr nur ganz verschiedenfarbige Reste habt und keine Streifen machen könnt, schneidet ihr euch eins aus Papier in eurer Größe. Ihr nehmt euer Reststück und schneidet euch die Höhe hier ab, auch als wenn es ein Streifen wäre. Ihr wisst ja jetzt, mein voriger Streifen war 7 cm. Dann schneidet ihr einfach, auch wenn es so komisch aussieht, aus dem Rest 7 cm so ab. Bügelt es doppelt, egal wie es jetzt aussieht. Da kriegt ihr sogar auch noch wahrscheinlich 2 Stück hin. Das Ofenband lasst ihr natürlich immer dran, egal was ihr macht. Ihr habt jetzt zwar ein Reststück, schneidet das beide Seiten, ist aber auch gut. Sonst müssen wir es so machen, kann der auch machen, wenn ihr sowas habt vorrätig. Dann ist es aber wieder so, dann nehmt ihr ein kleines Brettchen, legt das drauf und müsst dann hier, in dem Fall haben wir jetzt die zwei Seiten nur zu schneiden, weil wir ja einen Streifen ausgeschnitten haben in der Höhe. Dann habt ihr auch euer Sechseck. Kommt drauf an, was ihr habt oder ob ihr was kaufen wollt. Was ist aber jetzt, wie wollen wir das markieren? Wir wollen ja eine bestimmte Naht machen, die nur hier zwischen ist. Wenn wir das haben, da sind Löcher drin, da machen wir Punkte auf unseren Stoff. Auf die Rückseite vom Stoff mache ich dann die Punkte. Man muss natürlich viel zielen und es immer gut drauflegen. Das sind dann 6 Punkte, die wir machen müssen. Hier ist jetzt die Viertel-Inch-Naht dran gemalt. Das war eine Zeitung. Dann ziehen wir einen Bleistiftstrich oder hier diesen zum Ausbügeln. Das können wir dann an allen Seiten machen. Das machen viele Leute. Ich zeige es euch mal. Wir können auch ein Schmirgelpapier unterlegen. Das ist dann noch besser und rutscht nicht weg. Da müsst ihr dann allerdings 6 Striche machen. Ich zeichne also die Seiten quasi ein, die Naht. 7 mm oder 1/4 Inch. 1/4 Inch ist natürlich einfacher dran zu malen, wenn man so ein Lineal hat. Das ist jetzt nicht nötig, so ein spezielles Lineal, was ich bei der Zeitung geschenkt gekriegt habe. Sondern es gibt auch solche durchsichtigen Lineale, da kann man das ganz genau sehen. Ich habe jetzt hier ein Lineal, da kann man sowas dran machen, einen Zirkel. Was auch gut ist, steht fester, als wenn du einen Schulzirkel hast. Da kann ich jetzt hier auch genau sehen, 1/4 Inch. Auch wenn ihr sonst mit Zentimetern arbeitet, könnt ihr die Naht damit einzeichnen, weil die immer 7 mm dann ist. Das sieht dann so aus. Dann seht ihr, hier ist der Mittelpunkt der Linien, wo die sich kreuzen. Da fangt ihr an zu nähen. Bis zu der anderen Seite, auch wieder bis zum Kreuzungspunkt. Das ist die Art, wenn man das mit der Maschine näht. Kreuzungspunkt zu Kreuzung nähen. Dann näht man hier erstmal die einzelnen zusammen, das zeige ich euch noch. Was ich mir jetzt aber überlegt habe, was viel einfacher ist, wir nehmen einfach irgendein Lineal, legen das von Seite zu Seite und ziehen einen Strich. Eins. Noch ein Strich, zwei,
Noch ein Strich. Haben jetzt nur drei Striche zu machen. Eins, zwei, drei, was schneller geht. Von Ecke zu Ecke. Das ist gut. Das ist aber nur gut, wenn ihr ein Viertel-Inch-Füßchen habt. Das sieht so aus. Das hat eine Kante hier, eine Schiene. Da könnt ihr dann lang fahren und habt das schön richtig, die Viertel-Inch-Naht. Wenn ihr das nicht habt, klebt ihr einfach auf die Nähmaschine was. Natürlich ein bisschen vor das Füßchen. Wieder das Ofenband, klebt ihr drei übereinander, klebt das auf die Maschine schön gerade und fahrt dann da mit eurem Fuß lang. Ich kann das nähen unter der Nähmaschine von hier bis hier, also von Strich zu Strich. Und das ist dann meine richtige Naht, die ich möchte. Tun wir mal so, als wenn ich jetzt schon alles angemalt habe. Dann lege ich zwei zusammen, Seite auf Seite. Und nähe jetzt erstmal in einer Reihe zusammen. Ich nähe jetzt, meinen Viertel-Inch-Fuß habe ich oder draufgeklebt, von dem Strich bis zum nächsten Strich. Jetzt habe ich schon eine Reihe. Das wäre jetzt meine längste Reihe. Es ist schon ein bisschen kleiner geworden. Wenn man Sechsecke aneinander legt, hat man immer ein Rechteck und nie ein Quadrat. Das käme also so. Dann lege ich das mal hier drauf und messe. Das ist groß genug, sogar zu groß schon. Macht aber nichts. Ich kann sogar dann am Ende auch halbe nehmen und nähen. So, jetzt habe ich die zwei Reihen schon fertig. Das kommt dann hier zwischen. Ich sage das für die Anfänger so genau. Jetzt müssen wir gucken. Das ist die erste Naht hier zwischen. Die klappen wir so zurück. Für Anfänger ist es gut, wenn wir eine Nadel in die Nährichtung stecken. Weil wenn wir das hin und her klappen, wissen wir gar nicht mehr, wo der Anfang ist. Jetzt wieder von Linie, die wir gezogen haben, zur Linie. Nie über die Linie nähen, sonst kann man es nicht so schön nähen. Jetzt sehen wir, wenn wir das so haben, dass wir jetzt hier nähen müssen. Das klappen wir so um. Wer jetzt gar nicht weiß, wo er ist, kann sich was feststecken. Das machen wir jetzt nur für die Anfänger. Wenn die das ein paar Mal gemacht haben, die Anfänger, wissen sie es auch so. Hier, das klappt sich automatisch zusammen. Wenn das schön aufeinander liegt, das ist nochmal die zweite Sicherung, dann sehen wir, dass es richtig liegt. Und jetzt sehen wir, von Linie zu Linie nähen wir das. Und das hier tun wir alles weg, dass wir nicht über was Doppeltes nähen. Ich habe hier genäht, von Anfang bis Ende. Ihr seht es, ich habe jetzt zwei Nähte schon. Jetzt sehen wir, hier kommt die nächste Naht. Man kann natürlich alles mit der Hand nähen, das wisst ihr auch. Hier können wir das wieder einklappen, dann haben wir alles aus dem Weg. Wir können es auch rausziehen, wir brauchen es nicht einklappen, wir können es so auch aus dem Weg ziehen. Da müssen wir aber hier diese Stücke auch so schön halten und nähen dann von Linie bis Linie. Jetzt sehen wir schon, es hängt schon ein bisschen besser zusammen, es ist nicht mehr ganz so schwer zu sehen. Ich nähe zwei Stiche vorwärts und einen zurück und am Ende auch zwei vorwärts, einen zurück. Jetzt seht ihr, das sieht ganz toll aus, wenn ihr das alles beachtet und so schön vorarbeitet. Jetzt kommt das, immer das nächste, das seht ihr am besten von vorne, von hinten, da kommt man ganz durcheinander. Dann klappt ihr das so zusammen, legt das aufeinander, haltet das fest, was ihr nähen wollt und dann könnt ihr gucken, ziehe ich das jetzt raus, das vorherige. Oder aber klappe ich es so zusammen, dann sieht es schön aus beim Nähen und ich habe auch nichts doppelt. Ich nähe dann hier, gucke während ich noch nähe, ob auch hier hinten nichts doppelt ist. Ich nähe jetzt wieder hier zwei vor, eins zurück zwischen den Linien. Je größer die Sechsecke sind, desto einfacher ist es zu nähen. Das kann jeder machen, wie er will. Ihr wisst, auf diese Art, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr jede Größe machen. Fangt einfach an der linken Seite an, legt immer eins drauf, klappt es um, dass ihr auch richtig weiter näht. Man könnte es jetzt auch oben aus Versehen dran nähen, weil alle Seiten gleich sind, Stück für Stück. Dann klappt ihr das drüber, näht das und so weiter. Das geht ziemlich schnell. Wenn ich Sprühstärke hätte, würde ich das vor dem Schneiden meiner Streifen eingesprüht haben. Das wird dann noch besser zu sehen. Die bleiben dann steifer. Also wenn ihr habt, die Streifen mit Sprühstärke einsprühen, vielleicht sogar noch den ganzen Stoff vorm Schneiden der Streifen, wenn ihr was macht.
Wir können die schönsten Muster machen mit Sechsecken. Es ist ein bisschen klein und fuddelig. Wer gut sehen kann, kann das machen. Sonst ist die Größe viel besser oder noch größer ist immer noch besser. Hier habe ich jetzt eine Pappe, da habe ich mir Schmirgelpapier drauf geklebt. Dann rutscht das nicht immer weg. Und dann mache ich jetzt meine drei Striche, die am einfachsten gehen. Eins, bleibt auch alles schön liegen. Ein durchsichtiges Lineal ist vielleicht jetzt besser. Dann sieht man auch alles. Egal welches, spielt keine Rolle. Rutscht überhaupt nicht weg. Das ist praktisch und geil. Das ist so feines Schmirgelpapier. Am Anfang habe ich noch versucht, hier aufzubügeln, die Nähte. Ich habe ja harten Gardinenstoff. Aber das fällt dann einfach so, wie es will. Jetzt fasse ich hier hinter, mache es ein bisschen gerade, bügel es hoch. Das geht bei ganz großen Sachen vielleicht, aber bei so kleinen geht es nicht. Ich bügel einfach alles hoch, fühle hier ein bisschen hinter, knicke es ein bisschen schön. Dann bügel ich es jetzt nach oben oder ihr bügelt es in eine andere Richtung. Hier fasse ich ein bisschen drunter, mache es ein bisschen gerade. Von der anderen Seite sieht es dann auch schön aus. Da bügeln wir ganz vorsichtig. Ihr könnt auch ein Kissen rausmachen. Kleine Einkaufstasche, Buchhüllen, Tischchen. Das geht natürlich immer im Zickzack, der Rand, den schneiden wir dann gerade. Meinen ersten Kasten habe ich mit Ofenband drumherum geklebt. Das hier ist noch haltbarer, wenn ich einfach eine Nadel nehme und ein Fädchen. Ich steche mehrmals rein und raus, dann ziehe ich es zusammen, gucke, ob ich in der Mitte bin. Ich nehme immer mehrere Fäden, jetzt nicht zu wenig nehmen vom Stoff, sonst reißt der vielleicht aus, wenn man festzieht. Ich nähe immer ein bisschen hin und her. Es ist unsichtbar. Ich steche rein und raus und nicht nur einmal durch. Ich hätte es auch neu unterlegen können, aber dann hätte es nicht mehr in die vorgegebenen Maße gepasst. Ich muss das ja hier rein wieder kleben, wie es so war. Ich könnte natürlich hier nur wattieren, hier in der Region. Dann passt es noch rein. Wenn ihr kein altes Holzkästchen habt, könnt ihr auch solche Kästchen nehmen, die wir kleben, oder Schuhkartons. Die sind ein bisschen dicker, die können schon ein bisschen älter sein, mit abgeschabt. Erst macht ihr das untere, klebt es bis nach innen. Da gibt es sicher im Internet auf YouTube viele Sachen, wie man so Kästchen bespannt. Da könnt ihr auch so ein schönes Muster nehmen, das hier drauf machen. Was ist denn hier drin? Aha, noch mehr Sechsecke. Da habe ich ja was zu tun. Was ist da drin? Ah, Liebesbriefe. Was ist da drin? Ah, Taschentücher. Was ist da drin? Ah, Knöpfe. Das war meine Geschäftsauflösung. Da gab es billig uralte Knöpfe. Was ist da drin? Ah, Perlchen. Was ist da drin? Ah, Scheren. Was ist da drin? Wie leer? Bei mir war noch nie was leer. Viel Spaß, meine Lieben. Spielt mal ein bisschen mit Sechsecken und frohes neues Jahr von Mimi und mir. Your dream is not mine. I leave you now. Maybe another time.
somebody. You will love maybe one day. You will forget your sorrows, but now I see no hope for us. Forget me, forget me. I'm sorry. In another life, I will love you, but now I can't stay.